Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du die drei Sachen kennen, die dich in deiner spirituellen Entwicklung blockieren und verhindern, dass du dich spirituell wirklich entwickeln kannst. Du wirst merken, wenn ich dir die drei Sachen nenne, dass eventuell eine Art Widerstand in dir auftaucht, weil es vielleicht nicht die Dinge sind, mit denen du gerechnet hast. Wenn man an Dinge denkt, die einen spirituell blockieren könnten, denkt man vielleicht zuerst an Sachen wie zu viel Fernseh konsumieren. Man denkt vielleicht an ungesunde Ernährung. Man denkt vielleicht an andere Sachen. Das sind aber nicht die Sachen, die ich hier in diesem Video mit dir teilen möchte. Meiner Erfahrung nach gab es drei Sachen, die mir persönlich geholfen haben, sich mir aber am Anfang überhaupt nicht erschlossen haben. Und das sind auch diejenigen, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Sache Nummer 1 ist, hör auf zu lesen. Du wirst jetzt vielleicht denken, hör, was soll das? Ich möchte lernen und verstehen, wie Spiritualität funktioniert. Es gibt so viele verschiedene Ansätze. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Ich habe überhaupt gar keine Übersicht. Ich weiß nicht, was richtig ist und was falsch ist, woran ich mich orientieren soll, woran ich mich nicht orientieren soll. Viele Lehren, viele Inhalte widersprechen sich gefühlt. Ich brauche noch viel mehr Wissen, um zu verstehen, was ich genau machen soll. Wenn so etwas oder sowas Ähnliches gerade in deinem Kopf vor sich ging, dann sei dir gesagt, ich kann dich verstehen, denn mir ging es ganz genauso. Und ich als tendenziell eher kognitiver Typ, für mich war es komplett unverständlich, als mein Lehrer mir damals gesagt hat, Patrick, leg deine Bücher weg. Denn ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, ich habe doch gerade Kontakt zu dir, also zu meinem Lehrer damals, weil ich mehr über Spiritualität lernen möchte. Und jetzt sagst du mir, ich soll aufhören zu lesen. Wieso? Und seine Antwort hat ich damals verstanden, habe ich auch akzeptiert, aber ich habe sie nicht wirklich auf einer tiefen Ebene verinnerlichen können und oder durchdringen können, besser gesagt. Ich konnte nicht wirklich auf einer tiefen Ebene verstehen, was genau meint er damit. Was er damit meinte, konnte ich mittlerweile nachvollziehen und möchte versuchen, es für dich irgendwie in Worte zu fassen. Wir alle haben Gefühle, die in uns vorgehen. Wir alle haben Gedanken, die kommen und gehen, die in unseren Kopf schießen von irgendwoher und die wieder verschwinden. Wir haben Gedanken, die in unseren Kopf schießen und wo wir dazu neigen, die Gedanken festzuhalten, die Gedanken zu Ende zu denken, eine passende Lösung dafür zu finden. Das alles sind Sachen, die täglich in uns vorgehen. Bei der Spiritualität geht es unter anderem darum, sein Ich zu transzendieren. Als Folge davon wirst du erkennen, dass du nicht der bist, der du vielleicht dachtest zu sein. Du bist nicht, in der Spiritualität redet man oft von Ego als falsches Ich, du bist nicht dein Ego, du bist nicht das, was du glaubst zu sein, du bist nicht ein Sammelsurium der ganzen Adjektive, die du dir selbst zuschreibst. Du bist nicht der Kluge oder der Spontane, du bist nicht der Erfolgreiche oder der Reiche, du bist nicht der Sportliche oder der Muskulöse, du bist auch nicht der Mike oder der Stefan oder die Sarah. All das bist du nicht. All das sind Oberflächlichkeiten. Es ist dein Name, es ist dein Beruf, es sind Charakteristika oder Persönlichkeitseigenschaften, die du hast, aber nicht bist. Und in der spirituellen Praxis über eine Zeit hinweg erkennst du, dass du etwas bist, was hinter all diesen Dingen liegt, was hinter deinen Gefühlen liegt, was hinter deinen Gedanken liegt. Und es gibt verschiedene Namen dafür. Manche reden von reinem Bewusstsein. Andere reden von dem wahren Selbst. Manche würden sagen, man erkennt im ersten Moment, dass man der Beobachter ist. Sprich, man hat eine Deidentifikation
von seinen Gedanken und merkt auf einmal, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin der, das, die Instanz, die die eigenen Gedanken beobachten kann. Und in dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du nicht das bist, was du glaubst und denkst zu sein, deine Gedanken oder dieses Sammelsurium an deinen Gedanken, sondern etwas darüber, was auf einer tieferen Ebene da liegt und sieht, okay, ich denke gerade nach, ich denke gerade an das, ich identifiziere mich gerade mit dem, ich versuche gerade dafür eine Lösung zu finden oder rege mich darüber auf. Wenn du erkennst, dass du derjenige bist, der das beobachten kann, in dem Moment trennst du dich von deinen Gedanken selbst. Und das ist einer der ersten elementar wichtigen Schritte in der spirituellen Entwicklung. Was passiert jetzt aber, wenn du viel liest? Was passiert jetzt, wenn du dich viel mit spirituellen Inhalten befasst? Die logische Folge davon ist, dass du nie diesen Bewusstseinssprung machst und diese Erkenntnis in deinem Leben etablieren kannst, sondern was passiert ist, du fütterst immer nur weiter deine Gedanken und deine Kognition. Deine Gedanken werden komplexer, die werden vielleicht raffinierter, tiefer etc. Die wachsen, aber das bringt dich null weiter in dem Bewusstseinssprung, den es durch die Spiritualität eigentlich zu erreichen gilt. Also, Tipp Nummer 1 ist, hör auf, viel zu lesen. Tipp Nummer 2 ist, hör auf, bewusst zu grübeln. Ich hatte es schon gesagt, das eine ist, dass Gedanken immer wieder in unserem Kopf kommen und verschwinden. Das ist natürlich. Wir hören oft im Kontext der Meditation. Ich hatte in meinem Video über Meditation darüber gesprochen. Ich werde es hier oben einblenden. Es geht nicht darum, die Gedanken auszuschalten. Es geht auch nicht darum, eine komplette Stille im Kopf zu haben, denn das wird nicht funktionieren, solange wie du lebst. Was aber funktionieren kann, ist eben das eben Genannte zu erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist. Und als Folge dessen lässt du auch die Eigenschaft los, an deinen Gedanken festzuhalten oder deine Gedanken krampfhaft zu Ende denken zu wollen. Als Folge davon wirst du automatisch ruhiger und stiller. Das ist die logische Folge, aber das funktioniert nicht, indem du versuchst, das Thema der Spiritualität kognitiv zu durchdringen, indem du denkst, Mensch, Osho sagt das, Sadhguru sagt jenes, Eckhart Tolle sagt das, Buddha hat aber das gesagt und da scheint es sich zu widersprechen, da passt es zusammen. Ich kann dir sagen, dass wenn du einmal tiefere Erkenntnisse auf deiner Bewusstseinsebene erlangt hast, dass du verstehen willst, dass die Inhalte der eben genannten Lehrer extrem nah beieinander sind, wenn nicht sogar identisch. Klar, jeder hat seine eigene Art und Weise. Osho war halt der provokantere Typ, Eckhart Tolle ist der ruhigere Typ, Buddha wird mit Sicherheit auch einer von der ruhigeren Sorte gewesen sein, aber das ist nicht weder gut noch schlecht. Das sind verschiedene Wege, um dieselbe Erkenntnis zu transportieren versuchen. Und das ist okay. Aber du gelangst zu diesem Verständnis viel eher über eine Erkenntnis auf spiritueller Ebene, anstatt durch das kognitive Auseinandersetzen damit und dem permanenten Grübeln und Nachdenken, wo es Widersprüche gibt, wo es keine gibt, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Und auch nicht natürlich über die eben angesprochenen spirituellen Bücher zu grübeln. Auch das macht in dem Moment auf der spirituellen Entwicklungsebene keinen Sinn. Tipp Nummer 3 ist, hör auf, positiv zu denken. Und ich habe das bewusst an den Schluss gepackt, denn ich könnte mir vorstellen, dass der letzte Tipp für viele am merkwürdigsten klingt im ersten Moment. Denn wir alle haben das erlebt, wir
haben Höhen und Tiefen im Leben. Es gibt Sachen, die sich gut anfühlen. Es gibt auch Scheißphasen im Leben, wo wir wirklich durch tiefe Täler durchgehen und durch müssen. Und positives Denken ist erstmal im ersten Moment wie ein Quickfix. Es passiert irgendwas, wir ändern die Perspektive, denken positiv über eine Sache, die wir vielleicht vorher, über die wir vielleicht vorher negativ gedacht haben. Und natürlich fühlt sich das im ersten Moment gut an. Es gibt aber ein paar Herausforderungen bei dem positiven Denken. Die erste ist, die Dinge, die da draußen passieren und uns widerfahren, sind weder gut noch schlecht. Gut oder schlecht sind dualistische Bewertungen, angelernte Bewertungen, die wir den Dingen geben, die wir erleben. Das heißt, vielleicht sind wir krank und sagen, was ist das denn für ein Sch? Ne? Vielleicht sind wir, werden wir gekündigt oder haben eine Trennung und denken uns, wie kann das nur sein? Wieso immer ich? Wie kann das mir passieren? Und wir versuchen irgendwas Positives darin zu sehen. Die Dinge sind, wie sie sind. In dem Moment, wo wir der Sache eine Bewertung zuschreiben, sehen wir die Dinge nicht mehr so, wie sie sind, sondern bewerten sie. Es ist komplex in Worte zu fassen, deshalb möchte ich dir ein Bild mit an die Hand geben. Ich habe es schon öfter geteilt, aber es lohnt sich, das nochmal zu wiederholen. Und zwar ist das die Geschichte von dem chinesischen Bauern. Der Legende nach, ich weiß nicht, ob es jemals passiert ist, vermutlich nicht, ist aber auch unwichtig für den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte. Man sagt, es lebte ein chinesischer Bauer in China an einem Waldesrand und in einem kleinen Dorf mit relativ wenig Einwohnern. Jeder kannte jeden. Und er hatte eine schöne Koppel und auf dieser Koppel war ein weißes Pferd. Sehr schönes weißes Pferd. Und eines Tages standen die Dorfbewohner an dieser Koppel von dem chinesischen Bauern und sagten, meine Güte, hast du ein Glück, du hast hier so ein schönes Anwesen direkt am Berg und du hast so ein schönes Pferd, du bist wirklich ein Glückspilz. Und der Bauer lächelte zufrieden und sagte, mag sein. Am nächsten Tag galoppierte das Pferd los, sprang über den Weidezaun und galoppierte davon. Und weil es ein kleines Dorf war, bekamen auch das die Dorfbewohner relativ zeitig mit und sagten, das gibt's doch nicht, das war dein einziges Pferd, wie kannst du so viel Pech haben? Der Bauer sagte wieder, mag sein. Es dauerte 2, 3 Tage, da kam das wilde Pferd zurückgaloppiert, zusammen mit 2 anderen wilden Pferden. Und zu dritt sprangen die über den Weidezaun wieder auf das Gehege. Und nun war der Bauer im Besitz von 3 Pferden. Und die neuen sahen nicht weniger gut aus als das bisherige. Und die Dorfbewohner sagten, das ist unglaublich, wie kann ein einzelner Mensch so viel Glück haben. Der Bauer sagte wieder zufrieden, mag sein. Am nächsten Tag kam der Sohn des Bauers auf die Idee, die neuen wilden Pferde einzureiten, setzte sich drauf, das Pferd galoppierte los, warf den Sohn ab und er brach sich unglücklich das Bein. Die Dorfbewohner sagten wieder, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kannst du haben? Das war dein einziger Sohn, vielleicht wird er nie wieder laufen können. Und wie es das Schicksal, der Zufall oder wie auch immer so wollte, wenige Tage später gab es morgens um 5 Uhr lautes Getöse im Dorf und die Heilsarmee kam in das Dorf geritten und nahm alle gesunden Söhne mit in den Krieg, bis auf den Sohn des Bauers, weil er ein gebrochenes Bein hatte. Und du kannst dir vielleicht vorstellen an der Stelle, wie es weitergeht. Die Dorfbewohner kommentierten natürlich auch das wieder, waren vollkommen fasziniert, sagten, du hast so viel Glück. Und was ist das Fazit von der Geschichte? Das Fazit ist, sowohl der Bauer als auch die Dorfbewohner
haben in der objektiven Realität erstmal ähnliche Sachen gesehen und erlebt. Der Unterschied ist, der Bauer hat sein Glück, seine eigene innere Ruhe, seine Zufriedenheit nicht abhängig gemacht von den Dingen, die da passieren. Er war ruhig, er war zuversichtlich, er war zufrieden. Die Dorfbewohner hingegen bewerteten jede Situation und waren entweder himmelhoch jauchzend und sagten, wie viel Glück kannst du nur haben, oder zu Tode betrübt und sagen, oh meine Güte, das kann doch gar nicht sein, wie kann ein einzelner Mensch so viel Pech haben? Emotional gesehen war das Leben der Dorfbewohner eine Achterbahnfahrt. Es ging hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, während der Bauer lediglich zufrieden war und einfach am Sein. Und ich bin mir bewusst darüber, dass die Geschichte polarisiert. Man kann da einige Gedanken zu äußern. Aber es ist ein Beispiel und soll um die Idee gehen der Überwindung der Dualität, der Überwindung der Bewertung der Sachen im Außen. Denn in dem Moment, wo du Sachen für besonders gut erachtest, wirst du automatisch auch das duale Gegenteil für dich im Kopf haben, und zwar Sachen, die besonders schlecht sind. Und du wirst diese Sachen bewerten. Am Ende des Tages wissen wir aber nicht, welche Sachen, die passieren, für uns gut sind langfristig oder schlecht sind langfristig. Denn wir alle haben keine Glaskugel und können nicht sagen, wie uns ein Ereignis, was sich vielleicht in einem Moment furchtbar anfühlt, langfristig positiv auf uns auswirkt. Und es gibt unendlich viele Beispiele dafür von Menschen, vielleicht kennst du das auch aus eigener Erfahrung, die Sachen erlebt haben, die furchtbar waren und die dachten, ich weiß nicht, wie es überhaupt noch weitergehen soll. Und einige Monate oder Jahre später blicken diese Menschen zurück und sagen, Mensch, das war keine schöne Zeit, aber wenn das nicht passiert wäre, wäre auch das nicht passiert, das nicht passiert und wahrscheinlich wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Das heißt, wir können aus unserer individuellen Perspektive als Mensch aus dem jetzigen Moment heraus gar nicht wirklich beurteilen, ob die Dinge, die uns widerfahren, gut sind oder nicht gut sind für uns. Das heißt, es macht einfach keinen Sinn. Wenn wir uns spirituell entwickelt haben, wenn wir auf einer etwas tieferen Bewusstseinsebene sind, dann erfahren wir eine Art innere Ruhe, wo wir die Dinge beobachten und wir können diese Gefühle empfinden. Es geht nicht um Apathie. Es geht nicht darum, anteilnahmslos zu sein und wie ein Roboter oder sowas oder wie ein gefühlskalter Mensch da zu sitzen und einem ist alles egal. Oder als wenn man vielleicht zu high ist, eine gewisse Gleichgültigkeit hat. Das ist nicht der Sinn hinter diesem Bewusstseinssprung, sondern man kann sich das viel eher so vorstellen, als würdest du ein Computerspiel spielen, sagen wir vielleicht Grand Theft Auto, und du bist der Spieler des Spiels, aber nicht mehr die Person in dem Spiel selbst. Und das ist der entscheidende Schritt der spirituellen Entwicklung. Du transzendierst dich selbst und auch als Spieler hast du vielleicht Angst, Furcht, du freust dich vielleicht über gewisse Erfolge in dem Spiel, aber da gibt es eine Trennung. Denn du sitzt außen, du beobachtest das Ganze. Du erlebst diese Gefühle emotional, aber du bist nicht der Spieler, du bist der Beobachter. Du bist nicht identifiziert damit. Du siehst, oh, was Schönes, merkst auch die Gefühle, was Schönes, aber cool. Du merkst, oh, okay, das macht mich sehr traurig oder wütend, aber du bist nicht die Trauer oder die Wut. Und das sind meine drei Tipps für dich, die du vermeiden solltest, um deine spirituelle Entwicklung zu beschleunigen. Sache Nummer 1, hör auf zu lesen. Sache Nummer 2, hör auf zu grübeln. Sache Nummer 3, hör auf die Dinge zu bewerten oder extrem positiv zu denken. Zum positiven Denken habe ich noch ein extra Video gemacht. Ich werde es auch hier oben verlinken. Wenn du mehr darüber wissen willst, schreib gerne in die Kommentare deine Frage. Ansonsten ganz wichtig, klick auf die Glocke. Dann wirst du immer darüber informiert, wenn neue Videos rauskommen von mir. Ich wünsche dir
einen wundervollen Tag. Mach es gut. Bis dahin. Adios.